In Tokio holt er 1964 als erster deutscher Zehnkämpfer Olympiagold. In anderen Sportarten war er auch unglaublich erfolgreich. EM Silber und deutsche Meisterschaften im Bobfahren. Und er trainierte als Fußballtrainer den Fußball-Bundesligisten Fortuna Köln. Er ist der König der Athleten. Herzlich willkommen, Willi Holdorf, hier im Sportmuseum in Köln. Herr Holdorf, wie ist das für Sie, jetzt vor Ihrer Goldmedaille zu stehen? Ja, ist eigentlich ein gutes Gefühl, denn ich habe sie ja nicht zu Hause, weil ich sie hier als Leihgabe hingegeben habe. Wenn ich oft Besuch habe zu Hause, die können das gar nicht glauben, dass ich sie ihnen nicht zeigen kann. Aber ich glaube, hier ist sie gut aufgehoben. Wie war der Moment, als Ihnen die Medaille überreicht wurde? Ja, es war komisch. In der Hinsicht war unser NOK-Präsident Willi Daume, der die Siegerehrung vornahm. Und ich bin aufs Siegerpodest gesprungen und das war sehr glatt. Da wäre ich fast ausgerutscht, also ich bin ausgerutscht, wäre fast vom Siegerpodest gefallen. Das wäre natürlich nicht so schön gewesen, aber ist nochmal gut gegangen. Sie sind ganz früh mit einer ganz anderen Sportart in Berührung gekommen, das war Handball. Wann und wo und wie kam das? Ja, ich war Handballtorwart beim MTV Herzhorn. Vorher habe ich Fußball gespielt, aber es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, Handballtor. Und ich war, glaube ich, gar nicht so schlecht im Tor. Wann und wie sind Sie mit dem THW Kiel in Verbindung gekommen? Ja, als ich Anfang der 90er Jahre die Profiabteilung ausgegliedert werden sollte vom Verein, hat man mich gefragt, ob ich in der GmbH mitmachen wollte. Ich war natürlich bei jedem Spiel beim THW dabei, das gehört sich in Kiel dazu. Und dann habe ich natürlich gerne Ja gesagt und habe auch viel Spaß gehabt in den 16 Jahren, die ich als in der GmbH dabei war. Was kann die Mannschaft tun? Was kann sie anwenden, um sportlich dieses Wochenende erfolgreich abzuschließen? Was würden Sie ihnen mit auf den Weg geben? Ja, ich glaube, wenn sie eine gewisse Aufregung haben. Bis jetzt war die Mannschaft ja immer, wenn es drauf ankam, wenn das ein ganz wichtiges Spiel war, sind sie über sich hinausgewachsen. Und wenn sie das wieder schaffen, dann glaube ich, dass sie zum Ziel kommen. Ganz vielen Dank, Willi Holdorf, hier aus dem Sportmuseum in Köln.